haben wir es dann doch noch geschafft. 5 Punkte nach oben, 0,1%, 7.787. Man muss dazu sagen, dass er eine freundliche Unterstützung durch den S&P Future bekommen hat, der während des ganzen Börsenverlaufs mehr oder weniger 1% im Plus lag. Und wenn der Terminmarkt die Kasse nach oben zieht, dann kann sich eben auch sowas wie der Dow Jones nicht richtig wehren. Und damit rüber an die Wall Street zu Markus Koch, der wie immer heute das Marktgeschehen beobachtet hat. Aber es war wohl ein bisschen lau, Markus, oder? Das kann man wohl sagen. Ja, der Bulle hat sich gerade noch mal so in die Gewinnzone hieven können. Das Jubeln hier unten war aber doch ziemlich groß über den kleinen Punktgewinn noch. Was haben wir heute gesehen? Ölaktien waren auf der Gewinnerseite, angeführt von Chevron und Texaco. Diese Aktien wurden von der deutschen Morgan Grenfell heute Morgen aufgestuft. Nicht ganz so freundlich. General Electric, hier gab es ein leichtes Minus. Das Broker Salomon Brothers sieht hier eine mögliche Korrekturgefahr. Wir haben im gesamten Handelsverlauf ein ziemlich moderates Handelsvolumen gesehen, wobei in der letzten Stunde wieder das Kaufvolumen etwas in den Vordergrund gerückt ist. Warum? Wir haben die Auktion gehabt heute von 5-jährigen Anleihen und so etwas belastet normalerweise, vor allen Dingen, wenn sie schlecht läuft, wie in diesem Fall, den Rentenmarkt. Heute aber nicht. Das hat der Wall Street wieder etwas mehr Mut gegeben und dementsprechend ging es dann doch wieder eigentlich kräftig aufwärts, denn wir haben ja zeitweise ein deutliches Minus gehabt. Übrigens hat das ganze Auf und Ab der letzten Tage den Bullen ganz schön ins Boxhorn gejagt. In der letzten Woche waren noch 40% der Investoren bullish, jetzt sind es nur noch 32%. Und Michael, wenn das weiterfällt, haben wir vielleicht wieder einen Grund zum Feiern, denn die Masse liegt ja doch meistens falsch. Und viele Experten, die haben sich heute auch wieder zu Wort gemeldet, von Salomon Brothers, der Chefstratege. Was hat er noch gesagt? Da wissen Sie, Michael, Analysten, das ist wie eine Tüte Bonbons. Es gibt ganz viel verschieden und gibt ganz viele Geschmacksrichtungen. Die haben zum Beispiel die Sorte Sour Drops. Das würde dann so eher Michael Metz sein von Oppenheimer, von dem Brokerhaus, nicht zu verwechseln mit der Deutschen Bank. Der hätte wohl möglicherweise ihr Hemd verloren in den letzten Jahren. Dann haben wir den in der Sektion, würde ich mal sagen, unentschlossene Investoren, Salomon Brothers. Und der hat heute die Zuteilung in dem Musterdepot für Aktien abgestuft um 5% auf jetzt 40%. Der Cash-Anteil geht dementsprechend hoch auf 25%. Er sieht eine weitere Korrektur. Übrigens die Superbullen natürlich, Prudential Securities, Ralf Acampora. Er meinte ja schon Anfang der Woche, der Dow Jones Index geht wieder weiter hoch. Tja gut, manche Bonbons sind eben auch ganz einfach ausgelutscht. Und jetzt kommen wir ganz kurz zum Rentenmarkt, bitte. Der hat sich ja ganz wacker geschlagen. Er hat sich wacker geschlagen, jawohl. Wir haben eine ziemlich miese Auktion gehabt der 5-jährigen Anleihen. Die Renditen wurden nicht belastet. Vor allen Dingen unter dem Aspekt, Michael, wenn wir uns mal die letzten Tage angucken, es haben ja eigentlich nur negative Meldungen den Markt belastet. Heute hatten wir eine negative Meldung, der Markt hat nicht darauf reagiert. Vielleicht ein gutes Zeichen. Markus Koch, jetzt haben wir uns so lange über saure Drops und bittere Süße und so weiter unterhalten. Wir müssen leider Schluss machen, die Zeit ist um. Schönen Abend noch in New York. Schönen Abend nach Deutschland. Bis auf über 2 Mark sieht Michael Rottmann, Analyst bei der Bayerischen Vereinsbank, den Dollar gehen. Glauben Sie gar nicht, oder? Innerhalb der nächsten 12 Monate. Heute in der 19.10 Uhr Sendung konnten Sie ihn mit dieser Aussage bewundern.